Hallo, ich hoffe, es geht dir gut. Ich freue mich immer wieder, wenn ich nebst den Zahlenvideos eben auch solche Videos machen kann, was mit Bewusstwerdung, Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Ja, weil das kommt nicht so ungefähr, weil schon meine Eltern befassen sich stark damit, dass ich wurde da in eine Familie hineingeboren, wo halt Bewusstseinsthemen, Fragen, Therapien, Heilen, alles Mögliche, Diesseitiges, Jenseitiges. Ja, das war halt für mich schon von Anfang an, also war für mich das interessant und darum sehe ich mich eben auch als Bewusstseinsförderer, also oder Impulsgeber, ja. Wie du vielleicht auch, also ich meine, es ist ja nicht so, dass ich mehr weiß oder kann oder intelligenter bin als du. Oder ich sage immer wieder, jeder ist vor Gott gleich und ich bin und ich will weder besser noch schlechter sein. Ich bin einfach, wie ich bin, aber ich habe Freude, da Impulse, bewusstseinsbetont Impulse zu geben und ich schaue, dass ich immer, und das sind alle meine Videos, und sonst, wenn es mal nicht der Fall ist, dann mache ich es eben vorher bekannt. Aber was für mich wichtig ist, und da kann man sich dann auch mal verquatschen oder mal irgendwie etwas nicht gerade wissen oder so, ich schaue nichts ab, ich gehe nicht einen Text lesen. Das entsteht einfach manchmal kurz vor dem Aufnehmen, manchmal einen Tag oder zwei früher. Kommt ein Gedanke so, welches Video möchte ich jetzt drehen oder zu welchem Thema oder ich gehe mal in ein Bewusstseinsbuch oder so nach einem Stichwort schauen und dann, ja, dann mache ich ein Video draus. Wie jetzt in diesem Video das Thema Vergebung, vergeben. Ja. Du kennst das vielleicht selbst, ist gar nicht so eine einfache Geschichte, aber ja, wir sind alle auf dem Weg, so auch ich, so auch wir. Ja, wie ist das denn? Also, wie ist das anzustellen? Ja, also, wie ist das ins Bewusstsein zu bringen oder wieso kann es Sinn machen zu vergeben? Also in zweierlei Hinsicht, also sich selbst vergeben und dann eben auch anderen vergeben. Ja, weil der Mensch, also du kennst vielleicht es von dir oder vielleicht kennst du es auch von anderen, viele Menschen setzen sich das selbst unter Druck und meinen, ja, sie machen Fehler oder sie haben Fehler gemacht und ja, hätte ich doch das nicht getan und ja, also da bin ich ja schuld und weiß nicht was. Nein, nein, du bist nicht schuld, du bist nicht schuldig, du bist kein Sünder, du bist keine Sünderin, kein Sünder, du hast keine Fehler gemacht, du hast Erfahrungen gemacht, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Ja? Klar, man könnte sich jetzt streiten, waren diese sogenannten Fehltritte oder Fehler, wie man es jetzt sagt immer, ja, ist das, war das gut oder nicht gut oder günstig, nicht günstig oder sinnvoll, nicht sinnvoll oder so, aber es ist, wie es ist ja, es ist ja inzwischen vergangen. Ja, es geht ja um die Vergangenheit sozusagen. Ja, also was geschehen ist, ist geschehen. Also da darfst du dir selbst nicht böse sein. Also falls es doch zutrifft, da darfst du dir nicht in dem Sinne sagen, ja, also das hätte ich, das ist ganz schlimm, da kann ich jetzt nicht, da komme ich nicht drüber weg oder kann ich mir selber das nicht erklären oder verzeihen oder weiß nicht was. Nein. Nein, gehe hin in einer ruhigen Minute und ein paar Mal tief atmen, eben in einem Stuhl sitzen und sage, du kannst es in eigene Worte fassen, einfach so richtig fühlend das bestätigen, sage, ich, Peter, oder bei mir ist ein anderer Name,
Als Beispiel, ich Peter, ich bin ein wunderbarer Mensch. Ich habe in der Vergangenheit viele erfahren, wertvolle Erfahrungen sammeln können. Ich danke für jede Erfahrung, die ich machen durfte. So wie ich bin und so wie ich war, das ist voll in Ordnung, das ist voll okay so. Ich liebe mich selbst, ich wertschätze mich selbst, ich darf so sein, wie ich bin. Genau, das bedeutet auch immer etwas, da löst sich dann wieder etwas, oder? Also wenn man hustet oder wenn man niest oder wenn es das auch Hochdeutsch richtig war, dann löst sich wieder. Bei mir hat sich scheinbar auch wieder ein bisschen etwas gelöst oder er hat sich jetzt etwas angekündigt, wenn ich über das Thema spreche. Ja, es betrifft nämlich mich selbst auch. Und das ist ein Prozess, den man eben immer wieder mal tun kann. Also es ist ja nicht einfach so einmalig getan, sondern es braucht immer wieder Sitzungen zwischendurch. Oder es ist immer wieder gut, eben wenn man hinsitzt und sich dem widmet. Und eben, so wie ich es jetzt vorher gesagt habe, also zuerst mal sich selbst auch verzeihen und sich wirklich super genial finden und effektiv dazu stehen, sagen, ja, okay, ich stehe dazu, ich habe dies und das gemacht. Keine Sündigung, kein Fehler, keine Schuldigkeit, ich habe es gemacht. Und ich habe das im Bewusstsein, dass ich ja sowieso die Situationen einlade, um gewisse Erfahrungen zu machen, beziehungsweise dass sich immer zwei Menschen oder eine Gruppe sich gegenseitig einlädt, um gewisse Erfahrungen zu machen, aus welchem Grunde auch immer. Also es ist nie jemand schuld oder schuldig. Genau. Also du darfst dir also alles verzeihen, alles vergeben. Also du bist super so, wie du bist. Also das ist wirklich so okay. Das ist nicht Zweckoptimismus von uns oder irgendetwas, eine Schönrederei, sondern das ist wirklich so, du darfst auf dieser dreidimensionalen Erde alle möglichen Erfahrungen machen. Klar, logisch, immer bereit sein, die Konsequenzen zu tragen, aber deswegen bist du nicht schuldig oder unschuldig. Es folgt einfach entsprechende Konsequenz. Das, was du rein ausgibst, kommt wieder rein. Ja, und dann macht es natürlich als zweites auch Sinn, das ist ganz klar. Jedem Menschen, jeder Sache, jeder Situation einfach allem zu vergeben, weil niemand macht was Böses extra oder in dem Sinne. Es ist immer irgendwo ein göttlicher Kern oder etwas Göttliches in diesem Menschen. Also wer dir was angetan hat, er konnte oder sie konnte es einfach nicht anders tun. Ja? Das gehört auch, du kannst es sagen, was du willst, aber das gehört auch irgendwie wieder zu deinem Weg. Also es geschieht ja nichts einfach zufällig. Also es gibt keine Zufälligkeiten. Also wenn dir jemand da auf die tritt, dann das ist nicht aus einer zufälligen Böswilligkeit heraus. Also das heißt, diejenigen, die dir Schaden anrichten oder angerichtet haben, die sind sozusagen, ja, was sind sie? Sie sind eigentlich nur, ist mir gerade das Wort nicht im Kopf, aber aus, ja, die haben, jetzt ist wieder da, die haben sozusagen auslösenden Charakter, gell? Ja, die dürfen etwas aufzeigen. Also so gesehen kannst du mit gutem Gewissen jedem Menschen, jeder Situation, allem in der Vergangenheit vergeben. Ja, sagen. Und das wirklich auch wieder fühlend, nicht gedanklich hier in deinem Sprüchlein, sondern auch wieder so richtig fühlend, das bejahen, sagen, ja, das sogar sich dafür zu bedanken, das ist eigentlich ähnlich wie beim Thema Annehmen. Bringe ich ja immer wieder, muss ich auch immer wieder bringen, und es ist auch wichtig, es ist auch interessant, weil das betrifft uns alle, da dürfen wir
wochenlang, monatelang, jahrelang daran arbeite. Ja. Du wirst sehen, umso mehr, dass du vergeben, verzeihen kannst, dir selbst, so ich es vorher erklärt habe, aber auch anderen Menschen, desto wohler, freier ist es dir, desto weniger Druck ist da in dir. Ja. Es fühlt sich alles viel besser, viel leichter an. Schon klar, es kann ein tagelanger, wochenlanger, vielleicht auch monatelanger Prozess sein, aber ja, immer wieder etwas dafür tun und irgendwann ist es dann vollständig erlöst, geheilt, integriert. Ja, ja, also falls du auch dazu gehörst, falls du dir selbst und oder auch anderen noch verzeihen kannst, falls da noch etwas hängig ist oder so, ja, ich ermuntere dich, da das zu tun, ja, das anzugehen. Aber ansonsten, ja, mache immer das, was dir stimmig ist. Dieses Video soll einfach auch wieder mal ein Ansatz sein, wie immer. Das ist ja klar, wie beim Thema Ernährung, aber auch beim Thema Bewusstsein, beim Thema Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt so viele Meinungsansätze oder eben Ansätze generell. Also darum sagen wir immer wieder, das ist nicht die alleingültige Wahrheit, was wir da sagen. Es ist einfach mal ein Ansatz. Du kannst sehr, sehr gerne deine eigene Meinung darunter schreiben, vielleicht auch welche Erfahrungen du damit gemacht hast oder machst mit dem Thema Vergebung, Vergeben, Verzeihen. Alles Gute, bis in einem anderen Video.